Hallo Camperfreunde, willkommen zu einem neuen Video bei Ben am Leben mit meinem VW T4. Der steht hier auf dem Parkplatz, wo ich schon immer in den letzten Videos gebaut habe. Und zwar in diesem Video geht es darum, dass ich ein bisschen mehr Leistung haben will mit meinem VW T4. Und dann habe ich lange nachrecherchiert im Internet und ich habe etwas gefunden. Und zwar, man könnte einen Ladeluftkühler nachrüsten in meinem T4 Modell, denn ich habe nämlich keinen, also mein Bus hat keinen Ladeluftkühler eingebaut. Das kann ich mal kurz zeigen. Hier, man sieht, das ist bloß ein Rohr, das geht direkt ins AGR-Ventil von Turbolader. Und ich habe jetzt schon einige Teile bestellt und sind schon alle da. Und was ich euch jetzt zeige, ist hier mein Ladeluftkühler. Den habe ich schon hier. Das ist ein gebrauchter, weil es gibt ja keine neuen Modelle zu kaufen. Und auch schwer an Ersatzteile ranzukommen. Gebrauchte Ersatzteile sind auch sehr teuer. Also war richtig schwierig, da alles zu organisieren. Aber es hat funktioniert. Ich habe alles da, was ich brauche. Bis auf einen Halter, den muss ich selber bauen. Weil der obere Halter vom Ladeluftkühler, den gibt es nicht. Komischerweise zu kaufen. Oder habe ich vielleicht nicht gefunden, keine Ahnung. Da baue ich mir selber was. Aber hier ist der Ladeluftkühler. Die anderen Teile habe ich auch schon im Bus drin. Und dann hoffe ich mal, das klappt alles und ich habe ein bisschen mehr Leistung und kühlere Ladeluft. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also, los geht's. So, was ich zuerst mache, ich werde zuerst die Verbindung trennen vom Turbolader zum AGR-Ventil. Und hier den Halter ranschrauben und da oben den Halter ranschrauben und dann die Schläuche anschließen. Und der Sensor, der Drucksensor und Temperatursensor, der kommt dann hier dran. Ich hoffe, der passt auf der Stecker hier. Man muss auch schauen, es gibt verschiedene Modelle. Das ist ein neueres Modell, das ist alles in ein. Und die älteren Ladeluftkühler, die haben einen Luftschlauchanschluss für das Steuergerät oder einen separaten Temperatursensor. Also da muss man ein bisschen aufpassen, welche Baureihe man nimmt. Aber der passt genau für meinen, der Sensor hier. Den muss ich abschrauben und da ranschrauben. Genau, da lege ich jetzt mal los und baue mal alles zusammen. So, jetzt habe ich gerade was gesehen, und zwar der alte Sensor hier, der hier drin war am Ladeluftkühler, der hat eine andere Bauform innen drin. Also sieht anders aus wie der neue, also der originale von meinem VW-Bus. Der ist anders aufgebaut und da ist eine Dichtung und da ist eine kleine Dichtung und die passt nicht hier ran, weil das Loch ist groß, für die große Dichtung geeignet. Jetzt muss ich mir selber eine Dichtung selber bauen, die ich hier noch zu Hause habe, und werde die hier dran schrauben, und damit es auch dicht hält, damit die Ladeluft nicht hier entweichen kann. Wenn ich den nämlich original von meinem T4 ranschraube, dann hält er nicht dicht, weil die Dichtung so klein ist. Deshalb baue ich mir eine große Dichtung hier dran, damit die Ladeluft nicht entweichen kann. Wie man sehen kann, ich habe schon alle Schläuche weg von meinem Turbo. Und zwar, da ist ja der Auslass vom Turbolader, die komprimierte Luft, die geht da raus und geht dann hier in den Schlauch, ne, in den anderen, den ich mir schon besorgt habe. Der hier, der geht dann zum Ladeluftkühler, dann kommt der Ladeluftkühler und der andere Schlauch hier, der geht vom Ladeluftkühler, ich glaube, das ist andersrum, so rum, ja genau, so rum geht er dann rein, vom Ladeluftkühler ins AGR-Ventil. Dann fehlt jetzt nur noch die Halterung hier, hier sind schon die Bohrungen, hier, die andere wäre vielleicht hier irgendwo, muss ich mal schauen, da muss ich einen Aufkleber wegmachen, und unten drunter ist schon eine Halterung vorbereitet, ein Gewinde hier und da, für den oberen Halter, und ich werde zur Befestigung der Schläuche hier nicht mehr diese Federbandschellen nehmen, sondern normale Schellen zum Schrauben, Schlauchschellen. Ich hoffe mal, die halten auch dicht, die kleben auch leichter wieder ab dann später.
So, ich habe es fast geschafft mit meinem Umbau hier, mit dem Ladeluftkühler. Hier sieht man es. Also ich habe jetzt den Halter festgemacht. Einzige Nachteil war, die Halterung für die Stange, die musste ich wegmachen, weil die war hier drin in den Holm und die hat gestört. Ich muss jetzt eine neue bestellen, damit es einrastet und die Stange fest bleibt. Das ging nicht anders raus. Hier sieht man auch den Ladeluftkühler, wie ich ihn jetzt eingebaut habe. Jetzt fehlt nur noch die obere Halterung, die hier dran gehört. Ich werde mir da selber was bauen. Ich habe da nichts im Internet gefunden. Aber so von sich an hält das schon sehr stabil. Vielleicht probiere ich das mal ohne den oberen Halter zum Testen erstmal, ob die Leistung besser ist. Hier sieht man auch, wie ich die Schellen festgemacht habe. Und unten auch am AGR der Schlauch. Und hier ist der andere Schlauch, wenn man das erkennen kann, der von hier zum Turbolader geht. Da unten. Genau. Und hier ist nochmal der Sensor. Der passt genau hier dran. Ist noch genug Platz. Hier ist noch der Spalt mit der Dichtung. Ich hoffe, da kommt keine Luft raus, weil doch der andere Sensor ein bisschen anders war von der Bauart her. Aber ich denke mal, das wird passen. So, und jetzt fehlt nur noch die Lufteinzug, die hier drauf kommt. Die Luft, die muss ja von draußen kommen. Und die kommt von hier. Von hier wird die Luft eingeblasen. Geht hier durch die zwei Öffnungen. Da kommt jetzt noch ein Plastikteil dran, das zeige ich euch mal jetzt. Hier ist das Plastikteil, die Luftansaugung, Luftführung nennt es sich. Die kommt dann hier, ich muss mal gucken wie rum, das ist schwer mit einer Hand. Die Luftführung für den Turbolader, die kommt dann hier dran. Ich glaube, das kommt so rum. Muss ich noch gleich testen mit der Befestigung. So, mein Ladeluftkühler ist jetzt fertig eingebaut, soweit wie es möglich war. Hier sieht man noch den oberen Halter, den ich selber gebaut habe. Auf der Seite fehlt er noch, aber ich denke mal, das ist halt so schon stabil genug. Da müsste nichts passieren. Ich werde jetzt mal eine Probefahrt machen und mal schauen, wie sich das Leistungsverhalten so anfühlt, ob er ein bisschen besser zieht. Mal gucken. Jetzt geht's los mit der Probefahrt. Motor geht schon mal an, das ist gut. Jetzt geht's auf die Hauptstraße. Ich bin zurück von der Probefahrt und es sieht gar nicht so schlecht aus. Der zieht auf jeden Fall ein bisschen besser, so wie es aussieht. Also es hat schon einiges gebracht. Also nicht, man darf nicht so viel erwarten bei so einem alten Bus. Aber jetzt, ich bin eine Weile schon gefahren ohne Ladeluftkühler. Also das Verhalten ist etwas ansprechender. Ich brauche weniger aufs Gaspedal drücken und dann zieht schon unten rum etwas besser und oben sowieso besser. Also ich denke mal, es hat einiges geholfen, die Leistung zu steigern. Genau. Aber ich bin so ganz zufrieden.
Ja, genau, jetzt zum Abschluss dieses Videos wollte ich nur kurz loswerden, dass es auf jeden Fall sich lohnt, einen Nadelluftkühler nachzurüsten bei einem AJT-Motortyp, bei einem T4, wie bei mir jetzt. Auch dass die Gasannahme ist einfacher, also leichter und ich brauche nicht so viel auf dem Gas liegen. Also man hat es nicht so viel Unterschied gemerkt, aber einen leichten Tick. Also ich denke mal so wie ungefähr 5 PS mehr oder 8 PS ungefähr, so leichteres, lockeres Gas geben ist jetzt möglich. Also auf jeden Fall was gebracht und wenn ihr auch das nachbauen wollt, dann verlinke ich mal die ganzen Teile, die ich gekauft habe für den Motortyp in meiner Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, was ich hier gemacht habe mit meinem Umbau meines T4s. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.